Ja, der Platz füllt sich immer mehr. Bin begeistert. Als ich heute Morgen aus dem Haus ging, habe ich gedacht, oh, wir stehen hier vielleicht mit 100 Leuten. Das ist ja so wahnsinnig kalt. Aber ihr lasst euch nicht schrecken. Ihr seid hier. Ihr tragt euren Protest zum Kanzleramt. Klasse, herzlich willkommen nochmal allen, die hier in den letzten Minuten hinzugekommen seid. Klasse, dass ihr hier seid. Der Plan ist jetzt, dass wir um Punkt 12 Uhr starten, also in gut 20 Minuten geht's da vorne los über die Brücke, dann rein ins Regierungsviertel und unser Ziel ist Frau Merkel, das Kanzleramt, dort steht eine große Bühne und da werden wir unseren Protest mit vielen, vielen tausend Menschen hintragen. Vorne weg fahren die Landwirte mit ihren Traktoren, die heute Morgen schon hier vom ICC zusammen aufgebrochen sind mit dem Treck durch die Stadt und jetzt hier vorne schon auf der Brücke stehen. Und ich bitte alle Landwirte, sich jetzt langsam schon mal zu ihren Maschinen aufzumachen, damit sie so in 10 Minuten startklar sind. Denn eins wollen wir nicht, das, was wir aus dem Wendland gut kennen, dass da zwei, drei Traktoren plötzlich stehen und deswegen kann es nicht losgehen. Das ist dort gute Tradition, aber das brauchen wir hier nicht. Also, gute Bauern, macht euch auf zu euren Maschinen, sattelt auf, bald geht's für euch schon los. Hier gegenüber von der Bühne, hinter den vielen tausend Fahnen, gefühlt hunderttausenden von Menschen, dort ist der Stand von Meine Landwirtschaft. Und alle, die beim Spendensammeln helfen wollen und auch eine neonfarbene Mütze tragen wollen und eine Gießkanne füllen wollen für die Agrarwende, die können zum Stand von Meine Landwirtschaft gehen, sich dort eintragen lassen und gießkannenweise das Geld dran schleppen für die Demonstration, für die Agrarwende und damit die Gegner der Agrarindustrie auch mal richtig dickes Geld in die Hand bekommen und diese Bühne zum Beispiel bezahlen können. Also wer noch helfen will, auch Ordner werden noch gebraucht, die können zum Stand von Meine Landwirtschaft gehen, dort erfährt man noch allerlei Nützliches.